Lasst uns doch mal über einen neuen Animationsfilm auf Netflix sprechen, der auf einem chinesischen Märchen beruht, das ich persönlich nicht kenne, aber im Grunde eine Art Volkssage ist. Und die Rede ist von Der Affenkönig bzw. The Monkey King. Ein Animationsfilm, den ihr seit dem 18. August auf Netflix schauen könnt, der 96 Minuten geht, wobei 12 Minuten davon Abspann sind. Das heißt, netto haben wir da 84 Minuten und hat dort eine Netflix-Altersfreigabeempfehlung von 6 Jahren und erzählt die Geschichte eines jungen Affen, der im Grunde ausgestoßen ist, alleine ist, in der Isolation groß wird, was das auch mit dem eigenen Charakter machen kann, wenn man quasi Liebe und Urvertrauen im Grunde nicht so bekommt, wie man es beim Großwerden letztendlich bekommen sollte. Was macht das mit dem eigenen Ego? Und dann im Grunde eine Figur, die ganz überhöht darauf aus ist, im Mittelpunkt zu stehen, groß zu sein, unsterblich zu werden, an einen magischen Stab gerät und mit diesem Stab herausgefunden hat oder zu glauben scheint, wenn man 100 Dämonen besiegt, dann steigt man in den Kreis der Unsterblichen auf. Dabei begibt sich dann noch der Weg mit der Kreuzung einer Weggefährtin in Form eines Dorfmädchens und dann tauchen noch andere wie ein Drachenkönig auf und eine Unterwelt, es geht in die Hölle, es geht in den Himmel und durch all diese verschiedenen Ebenen stellt man am Ende vielleicht manchmal fest, dass das eigene Ego das größte Problem sein kann. Das ist so ein bisschen der Pfad, den der Affenkönig geht und ist dabei ein Film, wo ich erst dachte, okay, sieht im Trailer gar nicht mal so uninteressant, dass auch wenn so der Look für mich, ich will nicht sagen unfair, wirkt, aber dann irgendwie doch zu undetailliert, wobei einige Welten, und das ist für mich das Stärkste an der Affenkönig, das Setdesign, gerade wenn es so ein bisschen mythisch, himmlisch oder auch höllisch wird, dass man sich da so aufbeschwört und herauf kreiert. Ich dachte, oh, da sind viele interessante Ideen drin, aber im Kern kann ich mir schwer vorstellen, dass man das Märchen hier so richtig gut getroffen hat, weil die Hauptfigur des Affenkönig wirkt in den allermeisten Momenten so unsympathisch, so übergriffig, so extrem auf sich alleine bezogen und lässt das andere auch spüren und wissen. Und wenn wir dann dieses Dorfmädchen erleben an seiner Seite, und da ist das Foreshadowing im Film zu stark aus meiner Sicht, sodass man schon sehr früh weiß, in welche Richtung wird dieser Film sich bewegen und drehen, und da wird man auch hinten raus wenig überrascht werden, ergibt sich einfach keine Figur, für die man eine emotionale Bindung hat. Zumindest ging es mir so, dass ich dachte, Mann, was für ein Lappen diese Hauptfigur letztendlich ein Stück weit ist, mal nicht ein bisschen Weitsicht zu haben oder auch ein bisschen irgendwie eine Bindung einzulassen. Und es ist ja auch okay, wenn man diese Geschichte erzählen will, aber dann sollte es mehr als nur ich sein, sondern eine Verbindung, woher kommt denn dieses unbedingte Geltungsbedürfnis, stehen zu müssen, sein zu müssen und agieren zu wollen und unsterblich zu sein und eben über allen anderen zu stehen. Da kann man ja genau fragen, wo sind da Fehler passiert? Und das wird am Anfang, finde ich, so schnell abgerissen und zu wenig Bezug darauf nochmal genommen, dass vor allem dann, wenn die Figur dann doch mal ein klein wenig selbstloser handelt, das aus dem Nichts kommt. Und ich dann so dachte, funktioniert für mich leider nicht so richtig dieses Gespann aus dem Affenkönig und dem Dorfmädchen, einer Welt voller Dämonen und anderen mythischen Wesen, die mir dann oft auch zu generisch daherkommen. Und deswegen will ich es auch gar nicht so großartig aufmachen an dieser Stelle. Anthony Stecci, der hier unter anderem Box-Trolls gemacht hat, hat ihn einen Film aufgezogen, wo ich sage, ich finde ein paar Sets-Ideen ganz spannend, eben dann, wenn es überirdisch auch wird. Und diese Designs von verschiedensten Dämonen und Welten mochte ich. Aber dadurch, dass die Hauptfigur so unsympathisch ist und diese Geschichte, diesem Vehikel, mit diesem Duo. Gerade ein Animationsfilm, wenn man Filme hat und sich ein Sidekick dazu gesellt, ist es so oft die Chemie, mit der sowas dann auch funktioniert oder nicht. Aber hier ist es für mich eben eine egoistische Hauptfigur und eine, die im Grunde allen Dreck fressen muss, die der so ablässt, was ich eher sehr anstrengend finde mit anzusehen. Der Film weit oft überdreht aus meiner Sicht und auch vorhersehbar und einfach nicht wirklich witzig. Und da muss ich am Ende sagen, das ist schade, weil gerade jetzt sind wir auch in so einer Phase, gerade wenn es um Animationsfilme geht, hat Netflix selbst mit Nimona, wie ich finde, einen richtig guten Animationsfilm dieses Jahr am Start, den Disney mal hat fallen lassen. Elemental funktioniert weltweit an den Kinokassen, weit nach Release auf einmal wesentlich besser und vor allem aber auch der neue Teenage Mutant Ninja Turtles Film, der so einiges kann und natürlich Spider-Man Across the Spider-Verse. Allein 4 Animationsfilme, die deutlich mehr können als so einen der Affenkönig, den habe ich Ruby taucht ab, den ich immer noch nicht gesehen habe, noch gar nicht mal drin mit in der Liste. Aber da muss ich sagen, ist mir das ehrlicherweise zu wenig und das ist so schade, weil ich glaube, gerade so auf chinesischer Märchen Tradition basierend, ist da bestimmt eigentlich in der Geschichte mehr drin. Vielleicht ist sie auch in Anführungszeichen nur so einfach gehalten, aber ich denke, hier ein bisschen mehr nahbare Figuren zu erzählen, hätte aus diesem Film, der mit seinen nur 84 Minuten ja auch noch Luft hat, anderes zu erzählen und dann oft so hektisch und überdreht agiert, glaube ich, deutlich mehr sein können und auch so die Klänge, die dieses Märchen bestimmt haben, wird besser einfangen. Für mich ist es am Ende auch so vom Look alles nicht so inspiriert und auch nicht irgendwie überraschend oder interessant und deswegen komme ich wirklich
eigentlich nur bei 5 von 10 möglichen Punkten als Animationsfilm raus und 4 von 10 möglichen Punkten insgesamt. Leider war da für mich nicht mehr zu holen an dieser Stelle und ich dachte so nach Cover und Trailer, das Ding kann doch bestimmt ein bisschen mehr. Vielleicht ging es ja auch nur mir so. Ihr könnt mir ja gerne eure Meinung da lassen, wenn ihr den Film gesehen habt, ob ihr da eher zustimmt oder sagt, nee, seht ihr ganz anders, lasst mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich bedanke mich fürs Reinschalten und wünsche euch wie immer ganz viel Spaß beim Filmeschauen.